Hier bin ich wieder, Leute. Herzlich willkommen zurück zu The Cave. So, wir haben hier die schönen Rohre. Die werden wir erstmal anbringen, da unten. Und ja, das geht mal so nicht. Und da geht's auch nicht weiter. Gut, das heißt, wir müssen das Ganze anders lösen. Indem wir einfach da runter springen, ne? Wobei, Moment. Der Ritter. Der Ritter ist doch da. Noch, genau. Kann uns da doch eigentlich irgendwie weiterhelfen jetzt, oder? Genau. Okay. Irgendwie klappt das hier nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ah, Moment mal. Da fehlt was. Und, ja. Jetzt habe ich mich selbst ausgesperrt anscheinend. Das war ja super klug von mir. Ja, tut mir leid, dass ich die Rätsel manchmal echt nicht mehr weiß, aber das ist halt so ein bisschen eigenartig hier. So, jetzt ist... Ach so, das bleibt gar nicht offen, scheiße. So, habt ihr verstanden? Das muss ich irgendwie anders lösen. Aber ich weiß nicht wie... ich bin verwirrt. Irgendwie muss das doch schaffbar sein hier. Das kann aber nicht wahr sein. Irgendwie muss ich das hinkriegen. Aber wie? Moment. Da ging es doch auch irgendwo raus, oder? Oder täusche ich mich? Ich weiß es nicht. Täusche ich mich da irgendwie? Ah ja. Das sieht schon besser aus hier. Genau. Jetzt nehmen wir das Schiff hier oder das Boot. Yep. Das war wieder Selbstmord, vielen Dank. Okay. Also zurück zum Boot. Wir müssen zurück zum Boot. Und der Ritter sollte eigentlich draußen bleiben, habe ich so das Gefühl. Der Ritter sollte eigentlich draußen bleiben. Nice move! Ah, ja. Was ist denn? So, der Ritter bleibt draußen. Stattdessen holen wir jetzt die Abenteuerin mit dem Rohr hier. Und die beiden dürfen wir quasi mit dem Schiff darüber fahren. Stupid Parrot! Nice move! So. Und der schiebt das Ganze erst an. Perfekt. So. Hoppala. Das war nicht so geplant. So, seid ihr bereits drüben? Ja. Perfekt. So. Jetzt brauchen wir das hier mal. Und das gehört jetzt wohin? Ich glaube, ich weiß es schon. Es muss hierher gehören, genau. So. Und da findest du auch noch irgendwo eins, ne?
Irgendwo hier fehlt noch eins, oder? Nein! Ah, ich weiß schon wo. Genau, bei diesem komischen Heißluftballon. Da, glaube ich, fehlt... Alter Vater! Das ist ein Nachteil, wenn man das Fenster offen hat. Da hört man ständig den Straßenlärm. Wahrscheinlich auch durchs Mikro. Durchs Mikro. Mikro! Mann, ey, ich kann nicht mehr Deutsch. So. Okay. Jetzt geht das da rein. Genau. Und jetzt, ja. Würde ich mal sagen... Gehen wir da mit dem Ritter rüber. Und ja. Lass ihn hier mal kurz bauen, da kurz mal Druck auf. Ja. Warum ist der erst auf einmal weg? Ja, super geil. Okay, ich weiß es gerade nicht genau, wie das funktioniert. Sorry. Ja, genau. Perfekt. Tödliches Dynamit. Ja. Ah, tschüss. Perfekt. So, Druck ablassen. Jetzt müssen wir nur irgendwie der Shifter, glaube ich. Oh. Ja. Yep. Machen wir da den Hebel auf. Genau. Scheiße, okay. Okay, das geht so nicht anscheinend. Dann muss es noch einen anderen Weg geben. So, ich weiß gerade schon wieder nicht weiter. Na, vielleicht kommt es gleich. Ja, genau. Jetzt sind wir hier bei der Treppe. Okay. Ah ja, genau. Jetzt können wir da runter. Jetzt holen wir uns da mal das Boot her. Perfekt. Das Boot holen wir uns daher. Lalalilala. So, ich hoffe natürlich, dass es jetzt... Nein. So, anschieben. Und jetzt damit hinunter. Das ziehen wir da durch. Das müsste jetzt eigentlich rein theoretisch auf den Heißluftballon passen. Sollte eigentlich drauf passen, ne? Weil darum geht es ja, glaube ich, auch. Das Schiff da irgendwie rauf transportieren und dann halt... Genau. Das ist das Schiff da oben und wandert nach oben. So. Perfekt. Jetzt kommt der quasi das Schiff da. So. Jawoll.
Perfect. I'm finally getting off this island. I think I've got everything I need. Shove off any time. I knew he was going to be trouble. Right here in Island City. Trouble with a capital T, which rhymes with P, which stands for hermit. Okay, that didn't quite work. But he's still trouble. Trouble with a capital H, which stands for hermit. There, much better. Perfect. Too bad this boat only has 3 seats. One of you will have to stay behind. Eine Dose Mais. Gut, die werden wir auch mal mitnehmen. Und schauen wir, was wir damit irgendwas anstellen können. Ich glaube, mit dem einen, mit den Crackern, werden wir den Vogel anlocken können. Oh ja, genau. Ich verstehe, glaube ich, schon, wie das funktioniert. 3-Hour Tour! Yep. So. Ich weiß, wie das funktioniert hier. Ah, Moment. Die gute Abenteurerin muss es, glaube ich, hier sein. Weil die wird den Hund mitnehmen, wahrscheinlich. Nee. Okay, dann versuchen wir es mit dem Mais. Nein. Scheiße. Okay, das läuft doch nicht so, wie es eigentlich geplant ist. Könnte es doch noch ein Weilchen dauern hier, ne? So, irgendwie muss ich es doch hinkriegen, dass der Hund anfängt zu bellen, weil der nimmt das Ganze ja auf, glaube ich. Der nimmt das Ganze auf. Was der Papagei sagt. Have I got everything I need? I think so. Ja. Ist klar, ne? Mann, es bimmeln schon wieder die Knocken. Glocken, so. Mit G. Ach Gott, ich kann nicht mehr reden heute. Das ist ja abartig. So. Also gut. Schauen wir, dass wir irgendwo vielleicht einen Knochen finden oder sowas. Dann vielleicht wieder eher auf Knochen aktiv. Und nicht auf Mais. Obwohl, gut, ja. Würde, glaube ich, eher passen. Ein Knochen. Das ist wie Mais. Das ist natürlich böse hier, ne? Das ist gerade irgendwie böse. Ich finde hier keinen einzigen Knochen. Was ich sagen könnte, mit dem könnte ich den Hund anlocken. Ich möchte den Hund irgendwie anlocken. Aber warum geht das denn nicht? Ohne Knochen ist da nicht viel zu machen. Knochen kann ich nicht viel machen hier. Ein bisschen eigenartig. Oder finde ich da noch irgendwo einen Knochen? Ah, hier. Femur, genau. Ein Knochen. Sehr schön. So. Okay. Haben wir es. Jetzt laufen wir nochmal zurück. Bringen den Hund natürlich zum Bellen. Somit nimmt er das Ganze auf, was der Papagei sagt. Beziehungsweise wenn der Papagei schreit.
Nein, Blödsinn, der Papagei nimmt das Ganze auf, was der Hund schreit. Oh. Yep. Genau. Genau, jawohl. Nein, verdammt. Scheiße, der scheiß Vogel. Der scheiß Vogel ist weg. Der ist jetzt da. Oh, 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 oh. Ja. Vielen Dank auch dafür. So, ich muss aufpassen, dass ich nicht im Wasser lande. Genau. Ich muss aufpassen, dass ich nicht im Wasser lande. Ah, okay. Der hat das jetzt eh noch drin. Der hat das noch drin, Gott sei Dank. So, wunderbar. You wait here and I'll be back in a flash. Don't leave without us. Spanky gets his own seat, so someone will need to swim. Ja, das glaubst auch nur du, Vater. Das glaubst nur du. So. Jetzt werden wir das Ganze hier mal, nein, stehen lassen. Wenn das Boot hier quasi benutzen. I'm no lawyer, but maritime law clearly allows for the abandonment of annoying hermits. And really, the stranding of a lone hermit pales in comparison to what we've seen from these three so far. I do wonder if any lessons have been learned this evening. Maybe by you and me, but I fear not by them. Well, we shall see soon enough. Sehr gut. Jo. So sieht es aus. Was uns in der nächsten Folge erwartet, das seht ihr, wenn es soweit ist. So. Gehe noch schnell an Land. Und dann beende ich hiermit auch schon die Folge. Und wir sehen uns dann, Moment mal. Ach, guck an, wir sind hier beim Souvenirladen. Vielleicht ist das jetzt mittlerweile schon das Ende. Ach komm, wisst ihr was? Ich mach das noch schnell fertig. So. Well, you took long enough. I was gonna send out the search party, but they're still looking for the last group. You didn't happen to run into an annoying clown, did you? That doesn't matter. We just got a new shipment of trinkets that should satisfy your every desire. But I can't give them to you without suitable replacements. So, take this giant novelty-sized key, again, and open the employee's back entrance. I'm sure you'll find some treasures worthy of the cave's gift shop. Okay. Handlicher Schlüssel. Okay, das heißt, da können wir jetzt nochmal irgendwas aufsperren. Die Tür für Angestellte, genau. Nur für Angestellte. Gut. Ja, dann würde ich trotzdem sagen, wir machen das alles in der nächsten Folge und vermutlich dann auch schon die letzte Folge. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Und ja, bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.